Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen im Jahr 304 vor Christus. Willkommen in der Römischen Republik. Dies ist die erste richtige Folge dieses Let's Plays. Ich weise darauf hin für die Zuschauer, die vielleicht später zuschauen und gerne mal die Prologfolge überspringen. Es gibt eine Prologfolge. In dieser Folge habe ich ausführlich den besonderen Spielansatz dieses Let's Plays erläutert. Also, vielleicht schaut ihr euch das nochmal an. Falls ihr keinen Bock darauf habt, ich habe in der Videobeschreibung ein Google-Dokument verlinkt, wo ich meine Hausregeln nochmal aufgeführt habe. Also da könnt ihr euch einen schnellen Überblick machen, denn das Spiel läuft vielleicht ein bisschen anders als gewohnt. Es ist ein Rollenspielansatz und verbunden mit einigen Hausregeln, um das Ganze authentischer und vor allem schwieriger und herausfordernder zu machen. So, mehr sage ich dazu nichts. Ihr könnt selber recherchieren. Ein zweiter Hinweis noch, falls ihr selbst Lust bekommt, dieses Spiel zu spielen und es noch nicht besitzt, dann schaut gerne mal bei meinem Keyshop-Partner GamesPlanet vorbei. Link in der Videobeschreibung. Dort gibt es das Spiel in der Regel für 10% günstiger als bei Steam und ab und an auch Sales, wo man es sehr, sehr günstig dann kaufen kann. Wenn ihr den Link nutzt in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar, dann unterstützt ihr diesen Kanal. Vielen Dank dafür. Nun wollen wir einsteigen, wollen wir loslegen mit Rom, mit der Republik, nicht ohne ganz kurz. Ich will jetzt keinen riesigen historischen Exkurs machen, aber nicht ohne ganz kurz ein bisschen auf die Ausgangslage einzugehen. Rom im Jahre 304 vor Christus, also am Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus. Rom war natürlich noch lange nicht die Weltmacht, es hätte auch alles anders werden können, aber sie war schon zu diesem Zeitpunkt eine durchaus etablierte Mittelmacht hier in Italien. Schon die relevante Macht, kann man sagen. Und das ist im 4. Jahrhundert passiert, wobei das Jahrhundert für die Römer einerseits sehr erfolgreich losging, aber andererseits auch mit einer riesigen Katastrophe. Erfolgreich, weil sie es endlich geschafft haben, im Jahr 396 vor Christus Veii, die große Konkurrenzstadt in der Nähe von Rom, zu erobern, die etruskische Stadt. Das ganze 5. Jahrhundert waren sie quasi damit beschäftigt, gegen diese Stadt zu kämpfen. Das gelang dann 396. Aber kurz darauf erfolgte eine echte Katastrophe, nämlich der sogenannte Keltensturm hier aus dem Norden in Richtung Süden. Auch Rom war davon betroffen. Nämlich, das führte dann sogar zur Plünderung, zur Einnahme und Plünderung von Rom. Also, das war sowas wie die Urkatastrophe der Römer in gewissermaßen. Dass das passiert ist, das haben sie nie vergessen. Sie haben eine große Mauer dann gebaut und ich glaube, da hat sich dann auch einiges verändert. Sie haben sich dann mit den umliegenden Städten noch stärker verbündet, sogenannten Latinischen Bund. Gab es dann später auch Ärger, aber das hat ihnen geholfen. Es gab natürlich schon Kontakte, unter anderem mit den Karthagern, die waren durchaus friedlich. Es gab Verträge, um so ein bisschen die Interessensgebieten abzustecken, wer wo agieren durfte. Zwei verschiedene Verträge. Die Römer haben versucht, tatsächlich auch hier in Sardinien eigene Kolonien aufzubauen. Das ist aber misslungen. Die Karthager fanden das auch nicht so nett. Also da begannen schon erste Konflikte, aber man hat das versucht, friedlich zu regeln. Es ging vor allem um den Schutz der Händler und ja, irgendwie die, wie soll ich sagen, die Absicherung gegen Piraterie. Piraterie haben eigentlich alle Seiten betrieben, aber man hat sich da irgendwie dann geeinigt, dass man sich gegenseitig zumindest nicht überfällt, zumindest in bestimmten Regionen. Dann war wichtig der sogenannte Latinerkrieg, denn diese Bundesgenossen in Latium, also die nicht-römischen Bundesgenossen in Latium, die sind dann abgefallen. Es gab einen relativ heftigen Krieg, den die Römer gewonnen haben. Und als der vorbei war, und wir sind jetzt schon so im Jahr 340, 330, begannen dann die großen Kriege oder die Kriege gegen die Samniten, hier die Nachbarn gewissermaßen im Süden, Bergstämme, überhaupt diese ganzen Konflikte des 4. Jahrhunderts waren vor allem auch Konflikte gegen die Stämme hier in den Bergen, die dort natürlich nicht ausreichend Nahrung gefunden haben, irgendwie in die fruchtbaren Ebenen wollten und da gab es wirklich große Probleme, also auch die griechischen Städte hatten damit Probleme. Rom hat versucht, hat gerne mal versucht, anderen Städten zu helfen, um auf diese Art und Weise Interessenssphären auszudehnen und ihren Einfluss auszudehnen. Allerdings haben sie nicht ganz so erfolgreich gegen die Samniten gekämpft. Es gab die berühmte Niederlage in den Caudinischen Pässen 321, führte dort zu einer Kapitulation der Armee, führte dann zu einem
weißen Frieden, zu einem Status Quo-Frieden im Jahr 321, glaube ich, kurz danach. Die Kämpfe flammten dann aber relativ schnell wieder auf. Die Römer haben die Sachen dann ein bisschen besser gemacht, haben militärische Erfolge erzielt, aber noch nicht die Samniten besiegt. Seht ihr ja hier. Wir sind jetzt im Jahr 304 und das ist dann auch genau das Jahr, das zweite Friedensjahr oder der zweite Vertrag mit den Samniten, wo die Römer schon ein bisschen besser dagestanden haben. In dieser Situation befinden wir uns also. Mal so ganz grob als Ereignisgeschichte des 4. Jahrhunderts. Mehr gar nicht dazu. Wir steigen stattdessen jetzt direkt mal ein in unsere Situation hier. Und dafür ist natürlich ganz entscheidend, ich brauche es nicht nochmal erläutern, Rollenspielkonzept und so weiter, unser Konsul. Ich würde sagen, damit fangen wir jetzt mal an. Also Publius Sempronius Sophus ist der Mann, der jetzt die Republik in den nächsten 5 Jahren im Wesentlichen führen wird. Er ist 50 Jahre alt und seine Eigenschaften, die bei den Events eine Rolle spielen werden, sind: er ist neidisch, niemals mit seinem Platz im Leben gänzlich zufrieden, findet Publius mehr als nur ein kleines Vergnügen daran, die Besitztümer anderer zu begehren. Er ist siegreich, Publius ist zum Inbegriff von Ruhm geworden, noch lange möge er seine Feinde besiegen, hat also vermutlich in den letzten Kriegen vielleicht gegen die Samniten Erfolge erzielt. Und er ist klug, einfach nur Wissen zu haben ist nicht genug, zu verstehen, wie man dieses anwendet, zeigt wahre Weisheit. Wir gucken uns nochmal die Auswirkungen kurz an bei den Herrschern. Bürger plus 3% nationale Produktion. Hier siegreich Stabilität plus 0,08, das ist nett. Und neidisch Reputationsverleumden minus 25% reduzierte Aktionskosten. Das ist vielleicht nicht ganz so entscheidend. Okay, im Moment ist er wunderbar gesund. Er hat einen Sohn, Publius Sempronius Sophus. Er gehört im Übrigen nicht zu den großen Familien. Die schauen wir uns nachher nochmal an. Ist also eher sozusagen dem Nobilitat entstammend, kein Patrizier. Was ist noch wichtig? Vielleicht hier unten, er will gerade oder verzweigt gerade Gelder ab für sich. Das erhöht seine Korruption, die im Moment auf Null liegt, die vermutlich auch vorerst auf Null bleiben wird, weil wir Stammesversammlung haben. Das reduziert diesen Effekt. Soweit zu ihm. Der wird wichtig sein. Ich habe ihn auch rechts markiert. Unser zweiter Konsul, der wird nur eine Rolle spielen, wenn er den anderen vertritt. Der ist vorsichtig und hässlich. Publius Sulpicius Saverio. Okay, soweit dazu. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen systematisch jetzt diese Punkte durch und gucken, was wir hier unternehmen müssen. Hier oben müssen wir im Moment erstmal noch nichts unternehmen. Halt, ich glaube, wo wir gerade bei den Charakteren sind, ich will euch nicht den gesamten Rat jetzt vorstellen, die gesamten Ämter wollte ich sagen, aber vielleicht die Anführer der Familien, wobei ich da erlebt habe, dass tatsächlich am Spielanfang sich da möglicherweise noch was ändert. Da lassen wir nachher nochmal laufen, das hole ich nochmal nach. Wir machen das im nächsten Monat, da würfelt das Spiel noch ein bisschen was durcheinander. Ne, wir kommen zu anderen Sachen erstmal. Also, starten wir mal hiermit nicht, sondern hiermit. Wir gucken uns unsere Ideen an. Also erstmal, wir sind eine aristokratische Republik. Das führt zu ein paar Effekten. Unter anderem, ja, was ist das hier alles? Kann ich mir gar nicht angucken. Was diese Symbole bedeuten, habe ich jetzt nicht präsent. Das wird mir irgendwo normalerweise auch nochmal woanders präsentiert. Hier. Immerhin, hier. Zivilisationsstufe national plus 20%. Ja, das ist nicht schlecht. Gut. Wir wählen Ideen. 2 militärische, eine Redekunst-Idee. Bei den militärischen ist das einfach. Wir lassen mal die Schiffe außen vor. Das ist jetzt noch nicht unser Thema. Kriegsethos, Armeen plus 5% Moral. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache und geordneter Rückzug, Verstärkungsgeschwindigkeit und Armeen-Moralerhöhung plus 5%. Das nehmen wir erstmal mit. Dann haben wir Redekunstideen und da ist interessant, was wir da machen. Reduzierte Korruption, ja. Wir müssen übrigens hierfür Politik Einfluss ausgeben, aber das scheint mir jetzt tatsächlich wichtig zu sein, deswegen mache ich das mal. Loyalität von Generälen und Admirälen spielt noch keine so große Rolle, weil wir davon kaum welche haben. Hospitium, Beziehung verbessern, ist für uns auch kein großes Thema. Wir werden sanktionierte Privilegien nehmen. Indem wir von Zeit zu Zeit auch einmal in die andere Richtung schauen, können wir unsere Abhängigkeit von der Verwendung von Bestechungsgeldern verringern. Okay, sehr schön.
das hätten wir damit erledigt. Ah, jetzt sehe ich hier die Symbole. Wenn nämlich das alles erfüllt ist, entsprechend dieser Ideen, dann haben wir Loyalität von Charakteren plus 5 und freie Männer nationale Zufriedenheit plus 8%. Da sehen wir das. So, hier bei der Verwaltung ist im Moment nichts zu tun. Das gucken wir uns nachher nochmal an. Bei der Regierung wird relevant werden, natürlich, dass wir die Senatszustimmung haben. Das wird sich aber, denke ich, positiv erstmal entwickeln, weil beide, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, beide Konsuln sind Teil des Patriziats, so nenne ich die Optimaten. Das heißt, das steigt automatisch an durch den Konsul selbst auch nochmal. Also das ist kein Problem. Bei dem Boni, also bei dem Nobilitat, so nenne ich sie, steigt es auch an. Die Popularen werden absinken. Das ist uns aber erstmal egal. Okay, die Optimaten oder das Patriziat möchte, dass wir Besitztümer gewähren an Familienoberhäuptern. Aber ich stelle mir jetzt vor, er ist neidisch und er will, glaube ich, aus dem Grunde das eigentlich nicht. Also konkurrierende Familien irgendwie stärken, das ist, glaube ich, nicht sein Ansinn. Gut, gehen wir mal weiter runter. Wirtschaft müssen wir uns später nochmal angucken, da gibt es im Moment nichts zu tun. Religion ist interessant. Und zwar, unsere Pantheon-Gottheiten sind im Moment Mars, Merkur, Jupiter und Ceres. Die bringen standardmäßig Armeemoral, bürgernationale Produktion, Herrscher, monatlicher Beliebtheitszuwachs und Ceres Bevölkerungskapazität plus 10%. Außerdem gibt es natürlich noch die Omen-Effekte, aber es geht jetzt um Folgendes. Wir haben nämlich eine zweite heilige Stätte, die wir noch nicht nutzen, nämlich in Kumae für Diana. Wir haben nämlich Jupiter hier schon, Tempel von Roma. Und ich denke, deswegen sollten wir auch Diana anbeten, damit wir dort auch Artefakte, Reliquien nutzen können. So, und jetzt ist die Frage, was wählen wir ab? Mars denke ich auf keinen Fall. Ceres ist nicht ganz unwichtig. Wir gucken mal, was Diana eigentlich bringt. Nahrung monatlich ist schon nicht schlecht. Diana bringt uns Nahrung monatlich standardmäßig sogar plus 10%. Zufriedenheit, integrierte Kultur brauchen wir eigentlich nicht, aber wir nehmen trotzdem Diana statt Ceres. Das kostet uns jetzt gleich mal Stabilität, aber ich denke, ist kein schlechter Wechsel an dieser Stelle. So, und jetzt können wir den Tempel nämlich auch bestücken. Ich gucke mir erstmal diese Sachen hier an. Oder wir gucken uns erstmal allgemein an, was haben wir für Reliquien. Hier stationiert das Grab von Romulus. Bringt Bewohner Assimilierungsgeschwindigkeit plus 0,15. Dazu muss man sagen, dass der Effekt wirkt nur in der Provinz, wo diese heilige Stätte ist. Da brauchen wir eigentlich Assimilierung nicht so richtig, weil da fast alle Römer sind. Aber wir haben auch nicht viel Besseres. Die Malalis-Steine bringen Bevölkerungskapazität plus 7,5%. Das ist eine gute Sache. Das können wir dort lassen. Was bringen wir hier ein in diesen Tempel? Also, Zufriedenheit, integrierte Kultur brauchen wir eigentlich nicht. Festungsverteidigung, okay. Assimilierungsgeschwindigkeit, Apulu-Statue, das ist eine gute Sache. Die lagern wir jetzt dort ein. Und Zufriedenheit, integrierte Kultur, nee, benötigen wir nicht. Deswegen nehmen wir Trojanisches Palladion. Wir haben nämlich keine Kulturen integriert. Festungsverteidigung ist zwar auch nicht so entscheidend, aber besser als nichts. Okay, soweit erstmal dazu. Wir werden im Laufe des Spiels vermutlich weitere Reliquien erhalten, Schätze finden, die wir dann nutzen können. Ja, wir werden erstmal, denke ich, kein Omen starten. Ich bin nicht ganz sicher, oder? Das kostet uns, was, ich habe es gerade vergessen, was uns das kostet, wenn wir das machen. Gar nichts, ne? Können wir das einfach immer frei machen? Ja, ich glaube ja. So war es. Okay, was ist am hilfreichsten? Jetzt, wir werden Krieg führen wollen, das brauchen wir. Geld brauchen wir natürlich auch. Ich denke, weil die Zeiten kriegerisch sind, werden wir mal Mars anrufen. Disziplin ist keine schlechte Sache. So, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob wir irgendwas jetzt ausgeben müssen. Stabilität, Politikeinfluss, ich glaube nicht. Mars wird angerufen, erhöht die Disziplin hervorragend. So, wir gucken weiter. Kultur haben wir jetzt im Moment nichts zu tun. Wir werden vermutlich auf Dauer nur Römer Bürgerrecht machen, siehe Hausregel. Mal schauen, wie sich das hier entwickelt mit den anderen Kulturen. Handelsübersicht, dazu kommen wir gleich, aber eins weiß ich jetzt schon. Ah, das mache ich mal auch erst nach einem Monat. Militär
Wir haben 15.000 Mann im Moment zur Verfügung. Das ist nicht viel, muss man mal sagen. In etwa so viel wie die Etrusker. Aber natürlich haben wir noch Bundesgenossen. Das wird eine Rolle spielen. Söldner, dazu habe ich noch gar nichts gesagt. Söldner werden wir so gut wie nicht nutzen. Rom, vor allem die Römische Republik, hat quasi keine Söldner genutzt. Das war eine andere Heeresverfassung, ein Milizsystem. Das war der große Vorteil, dass sie quasi auf ihre eigene männliche Bevölkerung komplett zurückgreifen konnten. Fast komplett. Dazu vielleicht mal später in einem Exkurs mehr. Technologie wird jetzt wichtig sein, weil wir können nämlich schon 8 Innovationen vergeben. Und hier werde ich das ausgewogen verteilen. Also Eigenschaften des Konsuls jetzt heranzuziehen. Man könnte vielleicht Folgendes machen: Der Konsul hier zum Beispiel nach seinen, ja, wie soll ich sagen, nach seinen Qualitäten hier gehen. Bei ihm ist das sehr ausgeglichen, deswegen würde ich da jetzt auch nicht großartig eine Sache bevorzugen. Vielleicht, naja, wir haben gerade gesehen, dass er vor allem hier im Bereich Finesse ganz gut ist. Vielleicht machen wir da was. Ich werde auf jeden Fall im Militärbereich was tun. Und ich gehe mal zuerst in Richtung professionelles Training. Ich werde das so handhaben mit den Innovationen, dass ich mir immer hier diese wichtigen Punkte raussuche und dann bis dort auf jeden Fall investiere und gehe. Also, wir starten hier. Das kommt, glaube ich, modbedingt, dass hier englische Sachen dabei sind mit den Military Artisans. Das gibt uns eine kostenlose Provinzinvestition. Das ist schon mal ganz gut. Und reduziert die militärischen Provinzinvestitionen. Investitionskosten um 10%. Okay, das ist der Start. Dann gehen wir in Richtung Basic Training. Anfangserfahrung plus 2,5 bei neuen Einheiten. Okay, aktiver Drill, Disziplin plus 5%. Und dann sind wir schon beim professionellen Training. Das ist insofern nicht ganz unwichtig, weil jetzt können wir das Gesetz zum Aufstellen von Legionen in der Hauptstadtregion erlassen. Das heißt, später können wir viele Legionen aufstellen. Mit diesem Gesetz, was wir allerdings noch erlassen müssen, können wir immerhin schon eine Legion aufstellen. Das wird aber vermutlich noch kein so großes Thema sein, weil wir gar nicht das Geld dafür haben. Aber das wird kommen. Wir gehen erstmal diesen Weg. So, das war das eine. Wir haben immer noch 4 Punkte. Die anderen Punkte investiere ich hier in zivile Fortschritte wegen seiner Ausrichtung. Und ich gucke mal. Ja, das Recht gehört zu werden. Hier geht es eher so um Kultur. Ach, wisst ihr was? Wir machen mal, gehen mal in Richtung Flussschuten über Eigentumssteuern oder erstmal standardisierte Maße. Importwert plus 5%. Geld verdienen ist immer eine gute Sache. Dann Steuern plus 2,5%. Und Opus Camentitium. Der römische Beton war eine bahnbrechende Erfindung, die im 3. oder 2. Jahrhundert vor Christus entwickelt wurde. Er verbreitete sich schnell und wurde in Villen, Militärgebäuden, Straßen und vielen anderen Konstruktionen verwendet. Reduziert die Bauzeit. Gut. Und dann sind wir bei den Flussschuten. Die Bedürfnisse unserer Hauptstadt müssen gedeckt werden. Der Betrieb von geregelten Kornschuten von der Küste bis zu dem Punkt, der unserer Hauptstadt am nächsten ist, wird ein Teil der Belastung für private Händler verringern. Sehr schön. Können wir das überhaupt schon? Eines der folgenden, ja. Flottenbewegungsgeschwindigkeit erhöht sich aber vor allem Importrouten plus 1 und Import plus 10%. Gut, prima. Damit haben wir diese Punkte schon mal verteilt. In Zukunft wird es immer einer dazukommen, dann wird das nicht so viel werden. Dann können wir uns auch die schönen Texte immer mit durchlesen. Technologie haben wir. Charaktere komme ich nachher noch zu. Missionen ist natürlich wichtig. Wir werden die erste Mission aktivieren. Römisches Italien. Seit der Gründung Roms durch Romulus vor Hunderten von Jahren hat sich unsere stolze Stadt mit unseren italienischen Nachbarn gestritten und um die Kontrolle über die Küsten und Städte Latiums und Kampaniens gekämpft. Unsere jüngsten Siege über die Etrusker und Samniter haben unsere Überlegenheit bewiesen und es ist klar, dass es Rom ist, das dazu bestimmt ist, die italienischen Völker zu vereinen und sie zum Ruhm zu führen. Abschlusskriterium: erobert oder unterwerft die italienische Halbinsel. Diese Mission werden wir beginnen und zwar nicht mit der Vernichtung der Verbündeten, auch nicht mit dem pan-italienischen Kongress, sondern mit ermutigt Expansion. So. Mit dieser Geschichte, also ich lese mal vor,
Das ist eine Sache, die jetzt ein Jahr lang dauert, automatisch läuft. Einige Events werden dort kommen. Wir bekommen Ansprüche auf die gesamte italienische Halbinsel im Laufe der Zeit. Und wir können zwischen verschiedenen militärischen Modifikationen wählen. Wenn wir im römischen Volk die Sehnsucht nach Ruhm und Ehre wecken wollen, müssen wir sie zunächst davon überzeugen, dass die Eroberung unserer Nachbarn nicht nur zweckmäßig, sondern notwendig ist. Wir werden also Ansprüche erhalten. Wir müssen mal gucken, welche das sein werden. Die Mission, ich weiß mal nicht. Ja, aber jetzt hat man sie gestartet. Ne? Das ist mir nicht ganz klar. Ja, aber das ist markiert. Das wird jetzt laufen. Okay, das ist wichtig. Wir werden Ansprüche bekommen. Das heißt, wir brauchen viele der Ansprüche nicht zu fingieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen nachher mal die diplomatische Situation bewerten. Ich werde tatsächlich dann dementsprechend jetzt mal bis zum November laufen lassen. Und dann müssen wir uns ein paar andere Sachen nochmal angucken, die sich dann erst so reguliert haben. Ha, eine Sache ist noch wichtig. Wir haben ein Weltwunder, den Tempel des Jupiter Optimus Maximus. Den Jupiter-Tempel. Ich weiß gar nicht, ist er das? Soll er das sein? Ich glaube ja, ne? Omenstärke plus 20%. So, der Knight der Samniter. Das ist, glaube ich, schon eines dieser Events. Heute hielt Gaius Junius Bubulcus. Und wir werden jetzt langsam so die Charaktere kennenlernen. Das ist unser Militärtribun. Und Junius ist, glaube ich, auch keine große Familie. Also, heute hielt er eine Polemik gegen die Samniten. Samnium bedroht erneut unsere Tore und verbirgt ihre schlechten Absichten hinter trojanischen Plattitüden. Wie viele Kriege müssen wir führen und gewinnen, bevor sie sich ergeben? Wie viele Männer, stolze Römer, müssen sterben, bevor unsere südliche Grenze in Sicherheit ist? Nicht viel mehr, sage ich. Die Schande an den kaudinischen Pässen, davon habe ich euch berichtet, muss ein für allemal mit samnitischem Blut gereinigt werden. So, ich würde sagen, wir stimmen ihm zu. Damit erhalten wir nämlich Ansprüche auf alle samnitischen Territorien. Samnium verdient 25 Meinung und Gaius Junius Bubulcus erhält Beliebtheit, weil wir ihm zustimmen als Konsul. Okay, weiter geht's. Wir sind auch gleich im November. Ja, da sind wir. Und jetzt will ich Folgendes machen. Wir gucken uns erst einmal an die Familien, die großen Familien, die es gibt. Im Moment sind es drei, die Fabii, die Claudii und die Cornelii. Die werden jetzt also wichtig sein. Das wird aus verschiedenen Gründen für uns wichtig sein, für die Ämter, für, naja, diverse Dinge. Hier seht ihr an den Symbolen immer, welcher Fraktion die zugeneigt sind. Und wir gucken uns jetzt nur mal die Familienoberhäupter an. Wir haben hier Quintus Fabius Rullianus, er ist Zensor. Zensor ist ein sehr, sehr wichtiger Posten. 52 Jahre alt. Okay. Wollen wir uns hier das mal angucken. Siegreich, berühmt, gläubig und Blut der Fabii. Das ist eine Sache, habe ich übrigens nicht erwähnt, für die, die jetzt dieses Let's Play ohne den Prolog sich anschauen. Ich spiele mit Mods, Link in der Videobeschreibung. Das ist ein Mod-Effekt. Okay, dann haben wir Marcus Claudius Corvus. Achso, wichtig, der ist Teil des Nobilitats. Er ist Teil der Popularen und er ist Teil der Optimaten oder des Patriziats. Marcus Claudius Corvus, er ist Statthalter von Magna Graecia, 70 Jahre allerdings schon alt. Er ist großzügig und siegreich ebenso. Okay. Und dann haben wir Publius Cornelius Barbatus. Er ist Pontifex Maximus, 50 Jahre alt, berühmt, gutmütig, bescheiden und Blut der Cornelii. Warum hat er nicht dieses komischen Blut-Trait? Er hat das Blut der Claudii. Ich glaube, das ist das, was ich meinte. Hier wurde nochmal bei Spielbeginn ein bisschen durcheinander gewürfelt. Das wird aber, glaube ich, den Nachfahren dann zugeschrieben, denke ich mal. Okay, das sind also die wichtigen Familien, die Familienoberhäupter. Wir gucken uns nochmal die Anführer der Fraktionen an. Das ist eben Publius Cornelius Barbatus, der führt die Patrizier an. Wir haben Appius Claudius Caecus, der ist nur ein Forscher, führt die Nobilitat an. Und hier haben wir die Popularen von dem Statthalter, wie gesagt, angeführt. Das ist das eine. Das nächste, was wir uns anschauen, ist das Thema
Provinzen und vor allem Nahrung. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil durch die Invictus-Mod, die ich nutze, wird das Nahrungssystem komplett umgekrempelt und es ist weitaus komplizierter und schwieriger, ausreichend Nahrung zu erhalten. Im Moment seht ihr hier ein dickes Plus. Plus 314, das ist wahnsinnig viel. Das ist aber nur ein Trick der Mods, habe ich herausgefunden. Ihr seht hier einen Faktor Food Stocking plus 500%. Das macht die Mod am Anfang, damit simuliert wird. Also das Spiel beginnt ja mit leeren Kornspeichern. Das ist natürlich unrealistisch. Damit man sich ein kleines Polster aufbauen kann, gibt es, glaube ich, im ersten Jahr bis zum 1. Dezember diese plus 500%. Dann muss man mit dem klarkommen, was man hat. Und das wird, das sage ich jetzt schon, knapp werden für Latium mit seiner Bevölkerung. Also, da müssen wir gleich was machen. Das müssen wir gut beobachten. Ich werde vermutlich das so handhaben. Wir müssen jetzt da Erfahrung sammeln. Das System ist nämlich relativ komplex. Es gibt dann Sommer und Winter. In der Erntezeit hat man höhere Nahrungsproduktion, im Winter sehr viel weniger. Und man muss Erfahrung jetzt sammeln, wie viel Nahrung wir angesammelt haben muss, damit wir gewissermaßen übers Jahr kommen. Deswegen werde ich am 1. Dezember immer mal stoppen und mir die Nahrung anschauen. Und dann werden wir so Erfahrungswerte sammeln, was wir brauchen. Und dann müssen wir zusehen, dass wir das importieren. Und bei dem Thema Importieren bin ich jetzt auch. Beim Thema Handel. Wir gucken uns hier mal an. Wir haben einen Export von Stoffen nach Syrakus. Ich muss mal ganz kurz gucken. Stoffe bringen einen Bonus für Überschuss in der Hauptstadt. Redekunsttechnologie. Den wollen wir eigentlich haben. Aus dem Grund werde ich diesen Handel, auch wenn er lukrativ ist mit diesen 0,41, den werde ich, glaube ich, beenden, weil ich lieber den Hauptstadtbonus hier mitnehme, ohne da extra was zu importieren. So, warte mal. Handel, Handel, Handel. Handel ist nicht hier. Hallo? Hier, Handel. Das wird beendet. So, wir werden noch andere Handelsrouten haben. Damit kommen wir schon klar. So, wir können jetzt 7 Importrouten bestücken. Ihr seht hier, wir bekommen jetzt hier den Hauptstadtbonus. Ich werde beim Handel im Übrigen erst einmal einstellen. Ich muss mich hier, dass ich Überschuss blockiere und dass ich alle Handelsfragen erstmal akzeptiere. Das werden wir vielleicht im Laufe des Spiels noch ein bisschen feiner handhaben, aber im Moment ist das völlig okay, wenn wir unsere Überschüsse, die keine Hauptstadtüberschüsse sind, exportieren. Das bringt ja auch Geld. Okay, zurück hier zur Hauptstadtprovinz Latium mit der Überlegung, was wir importieren. Wir müssen tatsächlich erstmal ein bisschen für Nahrung sorgen. Und Salz haben wir selber. Bei Salz, glaube ich, benötigen wir auch nicht. Den Überschuss Legionen Unterhaltskosten haben wir noch nicht, brauchen wir noch nicht. Ich gucke mir jetzt erstmal die Überschüsse an, ob wir die benötigen. Bei Holz kriegen wir Schiffe Baugeschwindigkeit, brauchen wir auch nicht. Bei Pferde, dem Überschuss, kriegen wir schwere Kavalleriedisziplin, brauchen wir im Moment auch nicht. Also da brauchen wir jetzt nichts zu importieren, um Überschüsse zu haben. Das kann so bleiben. Wir werden Fisch importieren, einfach weil freie Männer Zufriedenheit plus 80% eine gute Sache ist. Das werden wir gleich doppelt importieren. Hier bietet das nur Karthago an. Ja, dann ist das eben so. Machen wir mal. Zweimal das Handel aus Karthago. Okay. So, das heißt, es bringt uns auch plus 6 Nahrung monatlich. Auch wichtig. Ich habe übrigens gesehen, plus 6 monatlich, hier steht Provinz Latium, aber das kommt, glaube ich, nur in Rom an. Diese plus 6 ist es also nicht in jedem Territorium. Plus 6, das wäre eine feine Sache, ist leider nicht so. Okay, dann gucken wir mal. Also, was gibt es noch für interessante Hauptstadtboni beim Nahrungsbereich? Nutzvieh, Aufstufungsgeschwindigkeit, Honig, diplomatische Reputation, finde ich auch nicht so toll. Sklaven umsiedeln. Das ist vielleicht nicht schlecht, das wird ein Thema werden, aber wir haben nur einmal Gemüse. Da es aber Prozent bringt, holen wir uns das schon mal aus Massilien. Okay, damit haben wir 3 von 7. Ich denke, ich werde diese Prozenten-Sachen mir auch nochmal... Ach nee, nur Honig haben wir 0, geht nicht, okay. Der Rest bringt nur immer 3. Ah, hier Salz, den haben wir schon. Getreide, passt auf, da werde ich, glaube ich, nochmal einhandeln, weil das einfach plus 6 blank gibt, aber da müssen wir nicht unbedingt von Karthago Massil. Wir nehmen mal hier aus Gallien.
So, jetzt haben wir noch vier. Das heißt, wir können uns versuchen, noch zwei Hauptstadtboni zu sichern, die interessant für uns sind. Und da gucken wir glatt mal, was jetzt spannend sein könnte. Pferde hatten wir schon gesagt. Stoffe brauchen wir nicht. Oliven bringt Sklavenzufriedenheit. Das ist ganz gut für die Produktion. Baukostenreduktion. Boah. Wein bringt Legion Unterhaltskosten. Das war's schon. Mehr können wir mal nicht einhandeln. Ich würde sagen, dann machen wir auf jeden Fall Oliven. Ja. Gut für die Sklaven. Die kommen auch aus Karthago. Und von sonst woher. Okay. Dann haben wir noch ein offen. Ah ja, weil ich einmal Gemüse so gemacht habe. Okay, das heißt, da ist dann nur der normale Effekt. Aber Hanf, zum Beispiel freie Männerzufriedenheit, ist eine. Ach so, kann ich nicht. Unedle Metalle. Ja, unedle Metalle ist natürlich gut. Nehmen wir das mal mit rein. Freie Männer, lokal zumindest, ist auch eine gute Sache. Auch das aus Karthago. Wir sehen, Karthago ist derzeit schon unser wichtigster Handelspartner im Moment. Ganz interessant. So, wir sehen, das ist jetzt Einkommen, Handelseinkommen. Fast ausschließlich aus Importen. Und ja, wir exportieren eigentlich gar nichts, weil wir nicht so viele Überschüsse haben. Das bedeutet, dass wir hier bei der Wirtschaft, denke ich, auf Erhöhung des Importwertes gehen können. Das sollte uns deutlich mehr Handelseinnahmen bringen. Ja, hat sich direkt mal verdoppelt. Warum importieren wir nicht länger unedle Metalle? Das verstehe ich nicht. Was ist jetzt passiert? Okay, müssen wir noch mal ran. Ach, wir haben irgendwie. Kann es sein, dass wir eine Handelsroute verloren haben? Ich weiß nicht. Gut, warten wir das mal ab. So, wir haben hier zwei Flotten. Das ist Unsinn. Die werden wir mal zusammenschließen zu einer Flotte. Und hier werden wir einen Kommandanten bestimmen. Ich hatte gesagt, dass nur ehemalige Amtsträger kommandieren werden. Wir sind am Start des Spiels, deswegen haben wir natürlich noch keine, aber ich weiß zum Beispiel, Lucius Papirius Cursor ist ein durchaus berühmter Konsul, der tatsächlich existiert hat, ist ja auch ein großartiger Mann. Der wird mit seinen 60 Jahren hier die Flotte führen. Sehr schön. So, und zu guter Letzt schauen wir uns die diplomatische Situation an. Wir haben Bundesgenossen zahlreiche, das sind diese, ja, ich weiß gar nicht, wie man diese Farbe bezeichnet. Ihr seht es, ne? Das sind wir, das sind die Bundesgenossen. Die werden auch Bundesgenossen bleiben für lange, lange Zeit. Stichwort Hausregel. Die werden wir nicht irgendwie integrieren. Und jetzt gibt es natürlich zwei besondere Kriegsziele für uns. Einmal Samnium und einmal Etrurien. Allerdings haben wir einen Waffenstillstand mit diesen. Wo sehe ich das? Importe. Hier Waffenstillstand. Samnium, Etrurien. Samnium bis 456, Etrurien bis 408. Quatsch, das ist. Aha, okay, alles klar. Ich habe hier eine Anzeige umgestellt. Das muss ich nochmal ändern, weil sonst helfen uns diese Informationen nämlich gar nicht. Hier, man kann nämlich hier auf die Christusanzeige. Oder, warte mal, wir können hier einfach raufgehen. Dann sehen wir das natürlich auch. Nee, sehen wir nicht. Ja gut, dann müssen wir das hier so lassen. Ist auch nicht so schlimm. Also 450, das heißt Etrurien in 8 Jahren, Samnium in 6 Jahren. Aber es ist vielleicht möglich, über Bündnisse irgendwie zu agieren. Dann gucken wir uns mal, was interessante Ziele sein könnten. Wir haben natürlich Sabinien. Sabinien ist allerdings verbündet mit Etrurien und Picentien. Und das könnte ein bisschen zu fett werden im Moment für uns. Interessant ist hier aber Picentien, glaube ich, denn die sind nur mit Sabinien und Umbrien verbündet. Das sollte eher machbar sein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir durch diese Events, die wir jetzt gestartet haben, ob wir dort Kriegsgründe bekommen. Auf Picentien, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, bin mir nicht ganz sicher. Lucanien ist mit Samnium und Herakleia verbündet. Das wäre auch ein Weg, um an Samnium zum Beispiel heranzukommen. Diesen Krieg könnte man durchaus auch gewinnen. Ich würde mal sagen, wir starten mal hiermit und werden hier mal Anspruch fingieren, weil ich eben nicht genau. Ich könnte natürlich das Jahr auch abwarten und gucken, worauf wir alles Ansprüche bekommen.
Das stand doch eigentlich auf ganz Italien, ne? Vielleicht ist es klüger, einfach abzuwarten, die Debatten abzuwarten und jetzt nicht den wertvollen Politikeinfluss auszugeben. Machen wir das also mal nicht und lassen einfach mal weiterlaufen und gucken, was passiert. Was jetzt weiter debattiert wird. Historische Kriege. Lucius Postumius Megellus hält eine Rede über die Militärtradition unserer Republik. Das ist einfach nur irgendein Senator, alles klar. Unsere Vorfahren haben tapfer gekämpft, um die Stadt Romulus vor unseren tyrannischen Nachbarn zu schützen. Wir sollten uns daran erinnern, was aus diesen Invasoren geworden ist. An die Sabiner, deren Frauen wir nach Rom verschleppt haben, und an den etruskischen König Lars Porsenna, den Horatius Cocles tapfer am Pons Sublicius aufhielt. Mögen sie es nie wieder wagen, die römischen Mauern zu bedrohen. Angriff ist die beste Verteidigung, bringt uns erhöhte Belagerungsfähigkeit, es geht um die nächsten 10 Jahre, erhöhte schwere Infanterieoffensive, wir besitzen glaube ich gar keine schwere Infanterie, ich muss mal ganz kurz gucken, oh doch, ja, 7 Kohorten, das ist doch mehr als ich dachte, ja, nicht schlecht, oder sicherlich sind es die Mauern, die uns beschützen, nö, wir machen das mal, Angriff ist die beste Verteidigung, das ist schon sehr okay. Okay, und jetzt geht's los. Nahrungsmittelknappheit in Tuscien allerdings. Ja, wir gucken uns nochmal die Provinzen an. Tuscien besteht für uns nur aus diesem einen Territorium. Wir haben dort 100 Kapazität, verlieren 2,77 über den Winter jetzt. Die Knappheit kommt deshalb, oh, das ist jetzt auch interessant hier, ob wir hier genug haben. Die Knappheit kommt nämlich jetzt durch diese Wintereffekte. Und wir sehen, wir verlieren jetzt schon 49,72. Das geht jetzt noch, weil wir relativ viel angespart haben. Aber im nächsten Jahr wird das, glaube ich, schon knapp werden. Gott, also die Sache mit dem, ihr seht, Winter minus 85%. Ja, ich glaube, der Winter kann auch ein bisschen milder werden. Das ist schon hardcore mit minus 85%. Also das Nahrungsthema wird echt ein Riesenthema werden. Die Macht Roms. Publius, stolzer Sohn des edlen Sulpicius, der edlen Sulpicius-Familie, hält eine Rede in der Curia Hostilia. Seine Geschichten über die größten Siege unserer Vorfahren ermahnen den Senat, ihre eigenen Erfolge in Einklang mit diesen zu bringen. Schließlich hält er mit funkelnden Augen einen herzlichen Appell darüber, dafür zu sorgen, dass unsere Feinde nie die Gelegenheit erhalten, die Heilige Republik unserer Vorfahren zu bedrohen, wofür er begeisterten Applaus erhält. Publius ist 21 Jahre alt, sehr jung, okay. Sulpicius, diese Familie ist aber keine der Großen, ne? Nee. Na gut. Dieser Mann sollte eine Rede an die Soldaten halten für 10 Monate plus 5%. Rom erhält Zustimmung von den Popularen. Okay, das ist natürlich so eine Sache, das ist gewissermaßen die Oppositionspartei. Okay, alles klar. In jedem Falle honorieren wir das. Kann man ja auch mal honorieren, wenn die Popularen was Sinnvolles sagen. Wir können Abschriften der Rede verteilen. Okay, das bringt Moral, das bringt Rekrutenreserve. Ich würde sagen, dann sagen wir, dieser Mann sollte eine Rede an die Soldaten erhalten. Moral könnte für uns jetzt wichtiger sein. So, und ich finde, mit dieser Rede und mit gewissermaßen dem Jahresende des Jahres 304 vor Christus beende ich dann auch erstmal die erste Folge. Hier ist jetzt noch nicht so viel passiert. Na, eigentlich ist wahnsinnig viel passiert. Zumindest wir haben wahnsinnig viel gemacht. Aber das wird natürlich am Beginn der nächsten Folge nicht mehr so sein. Da wird dann mehr Zeitfortschritt passieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Fortgang der Dinge. Wir sehen uns wieder in der nächsten, zweiten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.